Moin alle Gute, willkommen zu unserem VGLU Podcast. Das ist mittlerweile unser zweiter Podcast. Wir hatten ja einen ersten am Meme Englisch, wenn ich mich nicht irre. Und Thema von heute ist Competitive meets Casual, Ziel vom Gaming Café. Ich bin Ihren Host Rod oder auch Roberto, kann ich mich nennen, das ist kein Problem. Ich bin ein Member von VGLU, vom Fighting Corner. Und wir schwätzen heute über die Competition und Casual. Ich bin natürlich nicht allein, ich habe schon drei feine Leute bei mir. Und ich gebe sie bieten sich, um kurz vorzustellen. Und während der euch vorstellt, gebe ich gerne wissen, ob ihr euch echter als kompetitiver Spieler oder als ein Casual-Spieler sieht. Also mal so. Fangen wir vielleicht an mit der bessere Halschend, mein eigener Bruder. Kannst du dich kurz vorstellen, Sohn, ob du kompetitiv oder Casual Boss. Naja, wie schon gesagt, sind ich dem Rod sein Bruder, den Alexei, oder Alessandro, und also ich bin noch tätig am Fighting Game Corner, bla bla bla. Salvisch. voilà, idem. Aber wenn du fragst, ob ich mich echt als Casual oder kompetitive Spieler gesehen habe, lohne ich noch mal für eine kurze Antwort zu geben, die zwei. Interessant, das geht schon interessant. Ne? Dann den nächsten, ich gebe da bitte den Actarus. Ich mach auf Französisch, ne? Kein Aber Problem, kein Problem. ja. Naja, mein Name ist Actarus, oder also Alex bin ich auch genannt. Und ja, auch an der Fighting Game Branche tätig. Und sonst gebe ich mich persönlich echt als Casual gesehen. Mit einer Lust schon irgendwie an dem Kompetitiven, irgendwie ein Kado ein bisschen ranzukommen. Aber wie gesagt, für den Moment mein ich echt Casual. Ja, ganz gut. Da haben wir schon mal schöne Tendenzen. Ne? Sulf aus den nächsten, also Sulfura. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, es sind Sulfura, Mike mit richtigem Namen. Es sind auch am Fighting Corner aktiv. Aber auch bei VGLU kann man natürlich an den Stream, natürlich, wenn der Stream auf Twitch guckt, das ist ein Handy Dandy Work. Job. Froh, ob ich mich kompetitiv gesehen oder nicht. Ich gehe so nicht tendieren, dazu kompetitiv zu sein. Andere Leute gehen so nicht sehr kompetitiv. Me Ich weiß nicht so richtig, ob ich 100% kompetitiv sehe. Ich gehe eher zu kompetitiv tendieren, wie nicht kompetitiv. Gut, das ist eine ganz interessante Antwort, die wir schon hören. Und du hast recht, ich gebe dich als kompetitiv anschätzen. Ne? Voilà, für meine eigene Frage zu antworten, ne? Ich schon dieselbe Antwort wie mein Bruder natürlich. Ich Keine fand dich Surprise. schon, ne? Ich fand dich schon kompetitiv, ne? Mehr auf verschiedenen Aspekten fand ich, dass ich ziemlich casual sehe, auch an den Fighting Games. Voilà. Da kommt gut. Wir werden schnell mal die Froh, ne, weil wir natürlich an unserem Gaming Café zwei Ecken haben, ne, ein bisschen wie die kompetitiven Ecke, beim Fighting Corner, respektive auch beim Smash Corner, und ein bisschen wie ein Casual Ecke, von den Leuten können da ein bisschen mehr relax spielen, nochmal so. Wir noch der Retro Ecke, wo auch eine Mischung aus zwischen Casual und Competition. Wir machen noch Tetris im Turnieren, ne, und das vom Jeffrey organisiert. Jeffrey hat sein Team, ne, natürlich nicht allein. Shoutouts Shoutouts. Schaut's dabei. Und die allererste Frage, die ich stellen, zu gucken, weil mir sieht schon, die Antwort ist ganz interessant. Ne? Und ich gebe gerne von euch wissen, was meint ihr oder was definiert eine Kompetition oder kompetitive Spieler? Ich hatte dann nicht den Spieler kompetitiv, aber was möchte Spieler casual? Ich Was das finde ich, kannst du dich kompetitiv nennen oder so? Ich gehe so, du bist kompetitiv, wenn du dich mit dem Spiel wirklich ein bisschen mehr befasst. Genau guckst, wie die Mechanik sind. Und nicht einfach drauf los spielst. Ne? Und ein Casual als für mich ein, den nicht forcément will wissen, was meine ich in der Situation oder wie spiele ich den Charakter nur mehr effektiv. Das ist einfach, ich spiele einfach Schule für Pyhadokens zu klacken und das ist cool und das macht mir Spaß. Das ist für mich ein Casual Player, ne? Kompetitives mais sérieux einfach, voilà. Das ist ja schon mal ganz gut, ja. Ja, Alex, wo ist der Person? Ja, ein bisschen in derselben Richtung. Ich wollte eben halt, ob der Dago und das Casual eben, der Bedeutung eben halt von dem gelegentlichen Spielen, ein paar zu engem, den richtig Zeit daran investiert, eben halt voller Mechanics.
geht schon an dem Meta-Level ran, dass ich leer den Mechaniker vom Spiel, dass ich befasse sich viel mehr mit, wie das so, dass lo, dem nur WoW spiele das verschieden, auf einem strategischen Niveau, wenn ich das so will nennen, dass ich wie ein studiere den eben halt seine Chancen, dem nur WoW spielt dann. Das ist schon mehr geplant, gebe ich mal so. Ja, da müssen dieselbe Antwort wie den also gute Kollegen Alex sehen. Sulfus, du hast dazu zu sagen? Ja, die Antworten du so mir ganz genau, wieso Leute mengen, also wieso Leute sich absolut sicher sind, dass ich kompetitiv bin, Ja. kann ich absolut den Aspekt aufdecken. Ich investiere ganz viel Zeit daran, herauszufinden, wie etwas genau funktioniert oder wieso etwas funktioniert oder wieso etwas nicht funktioniert. Mir lässt du stellst mich einfach froh, als das. Geht das durch, für ihn als kompetitiv zu sehen? Weil das ist nämlich der Grund, warum ich mir nicht super sicher bin, ob ich 100% kompetitiv bin. Weil ich könnte ja auch just ein Guru, so ein Zucht-Guru sein, der muss sich für das Spiel interessiert und einfach nicht mehr will das Spiel verstehen, aber nicht forcément gewonnen will. Von daher gebe ich echt so ein, dass Kompetition eine Kombination aus zwischen dem konstanten sich Wille verbessern, also sich gezielt verbessern, einfach. Casually verbessern. Geht gezielt an Spiel ran, an konzentriert probiert zu verstehen, wieso etwas nicht funktioniert und wieso etwas funktioniert. Mir denken, dass wir Kompetition auch die Willen misto sind, für zu gewinnen oder auch sogar noch andere herauszufordern. Und das ist mehr die Wolle, die mir fehlt. Und das ist auch der Grund, wie werde ich nicht 100% kompetitiv gesehen. Weil ich gesehen auch Leute, die wesentlich mehr kompetitiv sind wie ich, die gehen raus, die gehen bei Leuten so und ich will gehen zu spielen. Anders schön hat Mana. Ja, das ist schon ein guter Aspekt, dass du auch Kompetition ist natürlich nicht ein Singleplayer. Da gehören Minimum zwei Leute dabei. Und ja, das ist verstehen, also ein Spiel verstehen wollen, soll man so sagen. Das heißt, du nicht forcément als Kompetition. Ich denke, dass es wichtig ist, den Aspekt zu haben, weil ich kann noch spielen, aber einfach gewinnen wollen, mir dann entwickle ich mich nicht forcément immer weiter. Ja, ein bisschen eine Mischung zwischen den zwei Aspekten, ne, wie man hier gesehen hat. Ne, verstehen an auch the will to win, ne, wie ihr das so seht. Ja, Genau. voilà, das ist schon eine akzeptable Definition, gebe ich so. Was definiert ihr nur als Casual Player? Ist das echt oder ist das einfach der Contraire? Oder gehört mehr dazu? Boah, ich da ist einfach manchmal Sicht, weil ich Karim Okazuan, das ist ein bisschen der Konträr. Aber ich denke nicht, dass so streng, dass ich ihn zu streng muss gesehen. Ich meine, ein Casual Gamer ist einfach ein, den gelegentlich einfach nur zum Spaß spielt. Also ich nicht wirklich an das Spiel will investieren. Ich kann zum Beispiel Genshin Impact spielen. Und ich investiere mich nicht absolut an all kleinen Details, wieso es funktioniert, wie es funktioniert. Und ich vergleiche mich nicht mit anderen Spielern, wie kriegt den heutigen Challenge Misaya hin. Also spielen nicht casually. Ich spiele gerade, wenn man Spaß möchte. Mich schon nicht Lust, mich mehr dran zu investieren, wie das Beste werde ich spielen. Scheren schon einen guten Punkt, ne? Weil, Spaß, ne? Ich spiele für den Spaß. Und bei Kompetition kein Spaß. Oh, hängt von auf. Was davon Wow. ernst, Digga. Da Spaß kannst du Euro kannst schweizen, ne, Sandro? du. Ja, natürlich. Ewig Nummer 2. Nee, nee. Nee, ich fand, dass Spaß kannst du sowohl bei kompetitiv wie bei casual haben. Ich fand es just, dass den Casual Player vielleicht mehr Spaß hat, weil ein Mann sich Gedanken macht für Werte verleihen. Aber einerseits kannst du auch so ein, die geht vielleicht Misere Rosen und dann hält den einfach keinem ab. Und dann geht den einfach besonders spielen, was ihm Spaß macht. Da das nur bei Fighting Games ein bisschen mehr hilfreich fand ich. Wo das Leute eben Spiel einfach nicht mehr packen, weil sie einfach nicht wollen. Sich die Zeit investieren, respektiv gucken, was die beste Strategie aus, welcher Charakter, bla bla bla. Und da sagen sie, war da schon vorab, ne? Ich fand, das geschieht dann ein bisschen mehr oft bei Fighting Games. Andererseits bei kompetitiven Spielern, denen hast du dann vielleicht mehr oft Rosen, weil ein weiß, was du musst verbessern, mehr bringt das nicht fertig, ne? Das ist auch eben so eine Sache mit dem Spaß. Gell? Andererseits, sonst ist es okay. Du kannst gerade so gut mit deinem Fighting Game casually Spaß haben. Einfach Knöpfe drücken, dann geschieht etwas Geiles. Respektive aber auch, wenn du kompetitiv spielst. Wenn du endlich das packst, was du willst packen. Das macht Spaß. Wie du Oh, siehst,
du so sich du die zweite Spaß will ich nun aus nicht gerade Faktor für du einen Unterschied zu machen, meiner Meinung nach. Ich denke, es sind verschiedene Sorten Spaß. Beim Fighting Game, also, man ist fast nur Fighting Game, wenn du investiert hast, und das ist mein Schlüsselwort, investiert, wenn ich Casual spiele, das sind nicht investiert an Spiel. Wenn ich verliere, tant pis. Wenn ich Spiel kompetitiv spiele, sind ich an all Details, schon Spiel studiert, dann eigentlich. Und da sind ich investiert dran. Dementsprechend könnte die Emotionen ein bisschen mehr hochkommen, aber wenn ich da verliere, hast vielleicht die Chance mehr hoch, dass ich frustriert bin dabei, weil ich weiß, was nicht geklappt hat. Und beim Casual-Spiel, wenn ich da verliere, dann, ja, tant pis halt. Es sind nicht investiert dran. Ich ging so, und das denkt einer Zucht Spaß aus vielleicht. Bist du wie den I don't even play this game? Ein bisschen, ja. I don't even play this Ja. game, also ist okay. Ich meine, ja, ich werde wahrscheinlich einfach verschiedene Sachen erwähnen, die ich mein, schon erwähnt gesehen habe, aber ein bisschen anders das im Schreiben. Ich meine, das wie gesagt, der Spaß hängt natürlich von der Motivation auf. Von der Motivation von der jeweiligen Person an natürlich fest von dem Effekt, den engem Spiel übermittelt. Das ist, ich meine, an dem Casual Aspekt, da wurde ich vielleicht, da wo verschiedene Leute eben, also, wie gesagt, das auch mehr generell. Dem nur weh, du hast etwas am Anfang vom Spiel dabei, wer den da spielt, wer denen gefällt, und das verliert den nicht. Ein gewissen Interesse verliert den mit der Zeit, und da muss ihn sich natürlich die Motivation, der Spaß, ich woanders holen. Aber verschiedene Aspekte eben halt zum Beispiel besser gehen am Spiel. Ich gehe nur hin, also das ist glaube ich wirklich subjektiv, ich gehe nur von eins, nicht den einzigen, den ich dazu gesagt. Wenn ich den de Genre halt für Fighting Games par rapport zu anderen Genres, dem nur WW spiele das, als natürlich Lernkurve von einem Fighting Game relativ hoch par rapport zu anderen Spielern, wo das vielleicht mehr linear wert sind. Das heißt, irgendwann hört den dann verschiedene Leute, die auf einen Punkt kommen, wo sie einfach vielleicht nicht besser gehen mit der Zeit. Und da gibt wahrscheinlich dann eben halt den Spaßaspekt dann vielleicht aufholen, wenn ihr gesagt habt, wenn ihr wirklich schon Besserung hinaus also kriegt ihr nicht hin. Ja, me. Ich meine, Fighting Games können wir nur mal als Beispiel holen, weil ich fand das wirklich ein mega. Ich fand, dass Fighting Games immer so ein bisschen als extrem wo sie gehen, wenn du kompetitiv Spieler guckst. Weil eben wenigstens der Lernkurve, die ziemlich heiß ist. Menge viel Leute, dass es wirklich hier schwer ist, für gut zu gehen. Und bei verschiedenen Fighting Games ist es doch schwer. Me. Hängt immer vom Fighting Game auf, gell? Erst Lernkurve wirklich so schlimm, weil an einem Shooter dauert doch eine Zeit, bis du gut genug dabei bist, dass du wirklich abfällst als ein guter Spieler. Nee, du kannst Ich von einem. denke, ja. Ja, mit du kannst von einem Team gecarried gehen. Ja, ob du wollte ich raus am Funk. Ja, voilà, das Ich war. wollte darüber raus. Ja. Weil an einem Fighting Game warst du meistens allein. Ja. Wenn ich nur zum Beispiel Overwatch spiele oder Team Fortress, bei Team Fortress sind ich ein bisschen besser wie Overwatch. Wenn ich eine relativ gute Equipe habe und geht gut vier habe, habe ich Freiheit als individueller Spieler ein bisschen rundherum zu experimentieren. Weil die Equipe ist gut, es sind nicht wichtig als also nicht wichtig genug als einzelner Spieler, dass ich muss immer unter Front sein und immer muss mein Best gehen. Siehst du, wenn ich nicht kein guter Spieler wie, kann ich mit der Equipe laufen und ihnen nur gucken, was sie machen. Beim Fighting Game bist du allein. Wenn du willst, gesehen, was möchte ich in so einer Situation? Wo ich bei Overwatch kann andere Leute nur gucken, was sie machen, und du lernen, muss ich beim Fighting Game praktisch einen anderen Spieler nur gucken. Während ich nicht spiele. Ich weiß auch nicht, ob das so großen Effekt hat, aber ich denke, das hilft aber nicht, wenn du willst, an die Genre kommen. Als dann den Overwatch-Spieler Mana kompetitiv wie der Fighting Game Spieler. Ich denke Korrekt. nicht. Ich denke, du bist super kompetitiv. Ein Pferdspieler, du hast auch CSGO zum Beispiel, das ist super kompetitiv. Ja. Und dann hast du bei MOBA, das ist League of Legends, Ja. also auch super kompetitiv. Mir ist mengen der Fakt, dass du an einer Equipe bist und du kannst deiner Equipe nur gucken. Und du gleichst direkt unter der Equipe, was funktioniert, aber was nicht funktioniert, ohne dass du es selber musst machen. Hilft, mehr tangentiell zu lernen, wenn das Sinn macht. Du lernst nicht direkt, aber du guckst nur, was funktioniert. Ja, die Kurve ist mir flach. Wie die von Fighting Games. Ich stelle mir immer so vor, die Fighting Game Kurve ist wirklich so, als gehst du für eine Mauer stehen und du musst mega weit sprangen, für über die Mauer zu gehen. Bei anderen Genres, nicht allen, ne, zumal zu Team-based Genres, musst du höllisch Treppen lecken, die da sind. Und das ist nochmal schwer, ja? Dass die nämlich Hecht von Competition, just der Weg für du hin, als mich schwer bei Fighting Games. Das ist das Problem. Also das Problem. Den. Engerseits. Ja, Ja? nee, pardon, so du. Also, das ist das
Problem, wo ich so mit einerseits so nicht mal. Das ist ein kleines Misconception, meiner Meinung nach. Das ist so das Bild von Bausten, so. Fighting Games sind schwer. Bei MOBAs und so kannst du gecarried gehen, kannst du no gucken. Und einerseits so nicht mal, ja, Fighting Games sind auch schwer, meh. Du hast Leute, die kompetitiv sind. Du hast Leute, die das freier, ohne Tutorials, aber was für sich noch alles, aber noch hinkriegen tun. Das heißt, das ist alles ein Froh vom Investment. Du hast halt vor dem Investment. Das sehe ich Weil genau so. beim Fighting Game, also das ist ein Meme. Ich weiß nicht, ob du Meme machst oder was auch immer, aber das geht oft, das geht viel gesagt. Falls du ein Fighting Game aufhängst, wirst du für die erste paar Wochen mal für allem viel verlieren. War doch stimmt. Weil du viel so, ich weiß, ob das also ein Meme oder das ist halt kein Meme. Das Aber Realität. das aber etwas, was, okay, von neuen Spielern könnt, als immer eine von den Sachen, die gesagt wird, berät dich darauf hier, dass du wirst am Anfang hauptsächlich mal just verlieren. Und Wanns du hast doch da. die Form vom Ja. Investment. Ja, mir wanns da Move von kompetitiv spielt. Nicht kompetitiv sind. Ja, mir fängst du mal dein Fighting Game direkt an, als blutigen Anfänger, bist du direkt kompetitiv. Ist das gut, direkt kompetitiv zu sein, oder ist es besser, echt da casual anzufangen? Was ist Das das denke ich casual schon. Fighting Game Spieler, was ist das kompetitive Casual. Fighting Game? Casual Fighting aufhängen, also ich gehe einfach spielen. Wenn du schon jucken, wenn man will schon jucken, dann will ich nicht hören, ob es minus oder feiert, das ist mir egal. Na, voilà. Ja, Das du. ist einfach cool, wenn du keiner schon jucken möchtest. Ich will nicht wissen, wie war das schlecht, also da war das immer, sieht cool aus. Ja, den Deal, ob den Orlo zum Beispiel auch erwähnt, als zum Beispiel, wenn den Low Fighting Games hält, mit. Für allem zum Beispiel, also, wenn den die Vergleich hält, einfach mal. Ja, kann ich natürlich mit anderen Genre vergleichen. Da passt relativ gut. Fighting Games mit eben halt so Team-Based FPS, wie zum Beispiel Overwatch. Schon, irgendwann erkennt ihr auf dem Punkt, wo ihr zum Beispiel an ein Fighting Game denken ich mal, verschiedene, wenn ich will besser gehen, da muss ich verschiedene Mechaniken lehren. Du könnt ihr nicht allein. Das ist also einfach so gesagt, da muss ich irgendwann erkennen. Du musst ihn sich daran setzen und eben halt die Zeit daran investieren. Gotta pop up Par that B-trigger. rapport. Exactly. Back to the lab again. Par rapport zu einem, das Beispiel für Overwatch ist ja perfekt, weil das ist ja auch noch class-based. Das heißt, da holt ihr halt den Punkt, wo ihr seht, du kannst die verschiedenen Schwächen von einem anderen Spieler kompensieren. Das heißt, wenn ihr einen gewissen Stil holt von Spielen, kann ihr da Limit, da kann ihr sich darauf konzentrieren und es wäre so genäht, dass in anderen Team von der Equipe dann, in anderen Mitglied vom Team den Aspekt überhält, den der selber nicht kriegt. Das ist ein interessanter Punkt. Interessanter Punkt, weil ich fand, bei Fighting Games, wenn man das so vergleichen, ich fand Charakterisierklassen. Und zwar gewonnen willst du Okay, I Cardi, see how it is. was ich von. Ey! Ich soll natürlich bei der Ja. Aber das hat die Mike Weile verloren. Den Ey! Namen, den der Vega muss wählen, nur weil er cool ist. Ne? Den muss dann leiden. Ne? Und, das ist so, das ist leider so. Ne? Nee, ich fand aber auch, das ist auch der Punkt, wo auch den Alessandro gesucht wird und Alexei. Ne? Das, Menge Meinung nur, dass die sagt, du stehst allein da in einem Fighting Game an einem Team-based Videospiel, das natürlich mit einem Team kann dich carryen oder so. Ne? Da will ich aber ein bisschen Devil Advocate spielen. Und Oh zwar nein. so, dass. Und schon stimme Mike sein. Here we go. Sehr, sehr Spruchgold. Nee, me, an der Fighting gibt es ja. Wir sind immer wirklich allein. Ne? Also, mir zum Beispiel zu Lütze schon mal ein Community, wo wir es können helfen und alles. Respektive mir YouTube-Videos, wo der Tutorials weisen oder wie kann ich meinen Charakter mehr effizient spielen oder so. Sind wir da wirklich allein oder auch nur nicht ein bisschen Hilfe von außen, so wie wenn mehr Leute ein Team hätten. Wir haben auch mittlerweile auch Discords, ne? So Karin-Discords, Vega-Discords, ne? Spezifisch für Charakteren, spezifisch für Spieler, für Mechanics, so King of Fighters-Discord, ein Tekken-Discord und alles. Ne? Mit den jeweiligen Charakteren und Mechanics. Sind wir da wirklich allein? Ich meine, ich weiß, was du Ja. raus willst. Me, mal ein Gagepunkt. Die Frage ist ja nicht, ob wir allein sind oder nicht. Die Frage ist, was du gewillt, die Zeit zu investieren. Weil, wenn was du gewillt, die Zeit zu investieren, an den Charakter-Discord zu gehen, an den Spiel-Discord zu gehen, an dich über das Spiel zu informieren, was über das rausgeht, was normal spielen ist. Normal spielen, casual spielen. Ich will die Zeit investieren, also sind ich an den Discord denn. An stelle frohen, an beantworten alle Leute hier frohen, an ich will mich entwickeln. Me, das ist auch der Grund, für was ich kein casual Spieler sind, wirklich. Ich mache nicht für ganz den Impact oder für Overwatch. Obwohl ich doch auch nicht allein wir, wann ich will, Informationen kriegen. Me, ich muss den Schritt machen.
Das ist für mich auch der Grund, für was Low Fighting Games zum Beispiel dick viel Leute, dick viel Casual Leute oder potenziell neue Leute aufschreckt. Dass die Idee, dass eine Menge sie wie allein. Dass du gehen, okay, ich will Solo Street Fighter 5 lehren, ich schon aber noch gut keine Ahnung, was Street Fighter ist. Wirklich Leute, die noch mal gut keine Ahnung können, scheiße, so in dem Sinn. Sie wollen gerne bei Eis kommen, sondern schon mal an einem Gaming-Café, sondern sie, ja, sie gesehen als Spiele, sie gesehen, dass mehr die ja, Combo von mir 1000 machen und mega geil Setups und voilà, mit den Bühnen und mir gesehen, hey, so Ausländer, die kommen, die einfach eben so viel Charaktere spielen, aber was weiß ich noch alles, ne? Und ich fand, dass ja nur viele Leute so ein bisschen overwhelmed sind, also, oh, ich muss das alles kennen, für überhaupt Matze machen. Und eine Impression, gell? Und das ist aber ein Misconception für mich, weil das, was du siehst mit dem Investment, das musst du nicht forcément machen. Du kannst auch einfach so ein Spielen einfach und ich gehöre der Community und mir ich will just einen gewissen Grad und Kompetition hun, vielleicht just nicht mehr, am Anfang just wirklich nicht mehr Street Fighter kennen. Ich muss nicht den Charakter selber, man einfach just okay, was sind Normals, was sind. Was sind Specials, was sind Supers und so weiter. Und das ist für mich ein bisschen mehr. Das sind die Treppenlecken, wo viele Leute einfach übersehen. Und dafür mengen sie, dass die riesen Mauer für ihnen. Mehr aus sich sind die Treppenlecken da ein bisschen verstopft, weil die nicht so klar sind. Aus dem Grund, für was die Frage gestellt hast, musste von Anfang an kompetitiv sein. Ja. Ja. Weil Da müssen sie ich halt. fand, wenn du mich fragst, jeder Verein fängt nicht kompetitiv an. Da tun mehr, wo ich Fighting Game so gefangen und ich nicht geduldet für Turnier zu wandern, was weiß ich noch alles. Ich wollte einfach nur einen geilen Shit mit meinen Charakteren machen. Und Das überhaupt ich mal. wollte das hinkriegen. Und nur war das so, wie sehen das? Es war einfach so befriedigend, das zu machen. Einfach so, okay, oh, schon die Combo endlich hinkriegt. Oder schon die Super hinkriegt. Weißt du noch, wo wir Tekken 3 gespielt haben, da bin ich all unblockable von all Charakter rausfand. Ohne Internet, nein. Ich meine, wir haben einfach gemäht, wir haben einfach versucht, weißt du, oder Ja, und eben. Mamo-D-Kombination an der Banne von einem Jahr hat man so recht alle gut gefunden, also in dem Sinne, ne? Und das war einfach so, weil voilà, wir hatten so keinen Succes da gehabt und da wolltest du eben immer mehr, siehst du, okay, boah, ohne Stade rausfand, war das so als nächstes. Versuch mal nur die Kombo hinzukriegen, versuch mal nur das hinzukriegen. Und das immer so, ja? Kannst du fertig werden? Ich habe irgendwie einfach Nee, vorhin wie gesagt, voll abs vorhin. das sind die Treppenlecken, die nur kommen. Wo aber manche Leute, die neu sind und die Eis vielleicht direkt gesehen, weil mehr sind schon ein bisschen mehr etabliert, mehr wissen neues Mechanics, wir spielen noch jahrelang Fighting Games, wenn einen neuen Tekken rauskommt, mir nach den Knowledge, wo wir drin haben wir noch alles. Wir wissen, wie die Specials gehen und so weiter. Ne? Und meinen sie, okay, gehen sie ein bisschen vor, dazu, weil, ja, muss ich das nur direkt wissen? Nee, das könnte alles mit der Zeit, meiner Meinung nach. Und das sind die Treppenlecken, die Ja, nur. schon dazu ein Kommentar mit Ihrer Stadt, so wollte ich aber eigentlich vorstellen. Ab wenn nie hast du dann die erste gemerkt, dass du mehr zu kompetitiv tendierst? Was war der Punkt? Mega spät. Das war Street Fighter 4. 2000, was war das? 2016? Ich meine, sie ist irgendwie so. Ne? Ja. Das ist schon überzeugt. Was mich überzeugt hat, das war einfach der Fakt, dass ich. Weil ich schon Street Fighter 4 gespielt, ich wusste, ich konnte Specials machen, ich konnte Supers machen, ich konnte Combo machen. Wo ich aber nur Beyond gegangen sind, wie gesagt, aus Setups. Setups und was das in MIDI, was das well, Frame Data, will ich noch haut nicht gerne mehr. Gut, drücken wir Ich es weiß aber, was das ist. Ich investiere mich schließlich nicht genug für das zu machen. Und der Fakt, dass ich aber auch gesehen und los, das war aus das Jahr, wo Luffy Evo gewonnen hat, mit Rose. Aus ich mit Rose, den Charakter, wo ich gespielt habe, und ich habe gesehen, ja, da ist aber eine Kompetition. Du hast aber etwas mit Fighting Games zu machen, weißt du, so, voilà, dann bin ich angefangen, Evo zu gucken und Combo Breaker und all die Turniere, die da mitkommen, gell. Das ist der springende Punkt da für mich nach mit Dave Rago, das ist Setups für mich. Ich meine, an einem bestimmten Punkt, wann, weil ich schon dieselbe Evolution gemacht wie mein Bruder, ne? Einfach bei einem bestimmten Punkt, dass du nicht mehr froh bist, einfach just mit Arcade-Mode und Story-Mode, ich Ja. weiß nicht, Mission-Mode, dass du einfach siehst, okay, wie kann ich nur meinen Charakter oder meine Skills
ne, an den nächsten Level bringen. Und das ist eigentlich, wenn du kein computergesteuerter Gegner besiegst. Das war für mich so. Ne. Ja, online Und noch. ich fand einfach gesehen, wie cool mein Weg aus. Ich meine noch, dass das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass nicht nehmen, du wirst nicht nehmen nach und sagen, die was Spiel rausfallen. Gucke, was gegen eine andere Person gewonnen. Okay, ein bisschen über das Spiel raus. Ne? Das baut sich dann ein bisschen mehr an einem äußerlichen Faktor aus. Ne? Ja. Ich wollte aber zu dem anderen, was den Alexin, der Sandro gesagt hat, den Kommentar, für Leute, die neu aufhängen. Nur spezifisch von meiner Perspektive, denn Aktarus kann dazu vielleicht seine Perspektive äußern, weil hier jo auch für sich selber seht, dass sie mehr casual ist. Ein bisschen wie neuer aus, ja. Auch noch mein neu. Ich mache, was ich von gerne mache, ist, ich bringe Leute gerne Sachen bei. Mehr. Das Problem ist aber, dass ich durch die ganze Kompetition und das ganze Studieren auf einen Punkt sehen, wo ich nicht merke, was ich alles mache. Ah, ja, okay. Intuitiv. Ohne darüber nachzudenken. Weil ich so viele Situationen schon so oft gesehen und dass ich weiß, einfach weiß, was ich machen muss. Und wo mir heißt du, boah, wo ich mich ein bisschen schlecht fühle, wenn ich einem Maps will beibringen, und ich limitiere mein Moveset, ob so wenig wie möglich, einfach nur vierte Mal gegen eine Chance zu gehen. Und da gewann ich trotzdem, zum Beispiel. Inwiefern das frustrant ist, wie die neuen Spieler, obwohl mir interessieren, gut sind. Für das Thema abzugreifen, von ein neuer Spieler könnte bei uns lehren, aber das ist ein gewisser Unterschied von Sachen, weil auch wenn ein neuer Spieler nicht alles muss wissen, als aber am Anfang musst du viele Sachen gleichzeitig lernen, für Ja, auf einen genau. bestimmten Punkt zu kommen. Also, das halt eben froh. Wie gesagt, ich bin Casual-Spieler da. Alex, was lebt? Es sind definitiv dann auf vielen Hinsicht mit da verstanden. Das schmengen auch, dass man dem kompetitiv in Aspekte von oder zumindest sagen wir mal so. Und einfach so, von dem Niveau eben halt, wenn es besser ist mit der Zeit. Ich meine, das eben halt den Aspekt, dass ihr viele Sachen intuitiv mischt. Und da kommen so viele Sachen dabei. Das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Das heißt, ich wie mit der Zeit, am Anfang, wenn ich die erste paar Stunden lehre, dann muss ich wissen, wie hier geht, da geht, das geht. Und dann ist, wenn ich mich den gleichzeitig, ohne dass ich es mir merkt. Ich baue den wirklich mit Blick einfach so drauf ab dann im Moment. Ich wollte bei einem anderen Aspekt angehen, und zwar auch Ja. etwas mit den Alexei für gesagt hat, das war relativ ganz, ganz, ganz wichtig eben halt, und das betrifft, wie gesagt, Fighting Games am meisten eigentlich, da das eben halt, wenn ein bis aufhängt und er gesagt dann ein erfahrener Spieler spielen, dann du hast eben halt eine Überwältigung von so vielen Sachen, die musst du gleichzeitig können, und das kann durchaus sein, dass die verschiedene Leute eben, also dass verschiedene Leute einfach just, kategorisch refusieren, sich da ranzusteigen, weil das geht ihnen einfach zu viel. Und du gesehen ein paar Parts zum Beispiel an, du wählst eben halt die Kurve, die Lernkurve, die dann mir groß ist bei Fighting Games. Ich bin da auch der Meinung, weil eben, wenn ihr zum Beispiel kompetitiv Spieler gesagt bei einer Games, schmengen für viele Leute Energie mehr, gebe ich mal so ein, die gucken eh pro Spieler, also pro oder eh, der das eben halt kompetitiv spielt, und die sehen verschiedene Sachen als weiterhin machbar. Das heißt, du hast Skill da, du hast ein Niveau da, mehr schmengen zum Beispiel, wenn er nur FPS hält, da gebe ich so ein, okay, geht die Lösung an dem Spieler ran und denkt, okay, mit der Zeit gibt das dann irgendwann kein Go und so oder so. Und ich meine, an den Fighting Games, du investierst den nicht, also das nicht, dass in den Fighting Games nimmer an verschiedene Mechaniken Zeit investiert, ich meine, die investieren dir vielleicht mehr Zeit daran. Weil du sie viel Termen, die eben halt, zum Beispiel als Casual, eben halt auch so gesehen, du sie viel Termen dabei, viel Prinzipien, die eben halt auf den ersten Blick vielleicht nicht so evident sind. Und die dann haben auch für verschiedene Leute dann einfach das einfach selbstverständlich, sagen wir mal so. Na, erklär einem Beginner, was der Medias. Du Ein wirst mal da Fleisch so nur. hin. Du wirst mal da so hin, dass bei nicht Fighting Games, also mal FPS, mehr evident ist, was die muss können. Dass du mehr rausstehst. Ich Vielleicht. Oder muss ich das falsch verstehen?
nicht als evident aus, dass ja, das vielleicht die Idee, aber noch nicht genauso, dass das ist mehr, Machbar, ne? So ist der. ja, dass den Aspekt von dem Machbaren. Ich meine, in Person, die einen kompetitiven Fighting-Game-Spieler gesagt, du könnt wirklich viele so bezahlen, weil du könnt echt mal von Solo, wenn zum Beispiel die Person nie ein Fighting-Game gespielt hat, da gesetzt du mal für dich schon mal Kombos, zum Beispiel. Beispiel, ne? Einfach für das zu holen. Und dann denkst du, okay, boah, das müssen wir aber irgendwie kriegen können. Und ich meine, da könnte schon mal überhaupt schon eine Überwältigung. Ich meine, Fighting-Games, das ob alle falls Mengen ein paar Port zu einer Spieler, als zum Beispiel bei den Fighting Games, der Schwierigkeitsgrad liegt zum Beispiel auch beim Input für verschiedene Sachen. Ja, ist ganz genau, Sie worauf haben ich wollte raus. Moves, sie haben Super Moves, das App ist, das gesehen zum Beispiel, haut es da, so verschiedene Leute, die halbwegs ich von einem Spieler gespielt und gesehen hat, zum Teil als selbstverständlich. Und andere Leute, das einfach ein Konzept, das sie dann einfach frieren. Das ist einfach, die können, die der toten Mensch, das die echt hört. Und verschiedene Leute sind eben halt einfach mit der Basisidee einfach schiss, ja. Denn das Problem bei der das ist nicht das Problem, gell, mehr. Problem für Casuals, sondern nur dafür Anfänger, für Fighting Games ranzukommen. Als, wie gesagt, mega Minuten nur die Exekution von den Moves. Das ist auch ein Grund, für was viel Casual Leute sagen, dass es nicht mehr Button Mashing. Weil, und das als für ein paar Jahre sogar von einem, ich weiß nicht genau, wen es war, ne, von einem CSGO-Player gesagt ging. Weil der Sonic Fox Best Esports Award, also Best Esports Athlete Play. oder Player, ja, Ja. gewonnen hat, hat er gesagt: Oh, imagine winning in a Button Mashing Game. Und ich schon krass fand, Einfach weil Mortal jener so ein Kombat. CSGO Player gewesen, etwa für Mortal Kombat, ne, also, oder ne, oder für Dragon Ball, war egal, ich von denen. Und ich schon witzig fand, weil jener selber Pro Player gewesen, der Tisch, du siehst, boah, Pro Player müsst doch wissen, dass a Fighting Game Pro Player auch nicht, also nicht einfach nur Button Mash, ne? Und ich war ein bisschen schockiert, dass er nicht wusste. Mir am Nachhinein nicht mal gesagt, ja, mir das ist höchstwahrscheinlich, weil er nicht versteht, was am einem Match geschieht. Nicht direkt intuitiv als für ihn, weil er sich nicht so nicht erlebt, damals oder so, gell? Weil er ihn einfach nicht sich damit befasst wird. Er gesagt, just so schnell Sachen geschehen. Die merkt nicht, ist mehr merken, wenn mehr Match gucken, mehr gesehen, der Shanghai ein Reactable DP machen bei einem Hop an einem Kopf. Gell. Die Leute, die nur lauscht drin, sind aber bestimmt die dann nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe, gell. Das ist so ein Reactional Dragon Punch, wo du siehst, wow, wie wird denn darauf reagiert? In den der Schnitt mal da befasst, der gesagt einfach just ein Move, der getroffen wird, also ja, boah, der hat getroffen, weil ihn einfach gedrückt wird. Weil ihr nicht wisst, dass ein Dragon Input ein bisschen mehr schweren Input ist, das gesagt ihr nicht. Ne? Respektive ein Hop und einen schnellen Sprung aus. Ja, auch den Hopper, auch den Hop selber ist man nicht so einfach hinzukriegen. Und geschweige denn darauf zu reagieren. Gell? Das heißt, das ist ein bisschen, was du da gesagt hast, mit, wenn einer Leute einer Chance gesehen sie das mir machbar. Weil sie meiner Meinung nach einfach nicht direkt gesehen, was ich muss bei Fighting Games lernen. Das Problem ist auch, viele Leute meinen, sie müssten Combo wissen am Anfang. Und du weißt, dass das nicht das Wichtigste ist. Das ist nicht das, was du am Anfang brauchst, für gut zu gehen. Aber sie wollen aber den geile Shit machen, wo Pro-Players machen. Ne? So Infinite-Combos. Okay, schlehren die Leute. Ja, was hilft dir das? Ja, mir Interessant. das aber da schon statt, was Casual-Spieler ich doch will, weil gesagt cool ist. Ja. Ja, das ist es ja. Für mich ist das auch interessant, auch zu sehen, dass, wie gesagt, immer Kombos gesehen und ganz oft kommen bei mir Leute so, like, ja, ich sehe nicht gut, weil ich gar keinen Kombos. Ich ja, bei verschiedenen Games kann ich das auch nicht. Ich kann bei viel zu Frecke kein Kombo bei Dragon Ball machen, also Dragon Ball Fighters. Ne? Da sehe ich zu null. Vielleicht Ah, sollte also bleiben. ich kann wohl Samsung her Combo. Ja, mir das willst du null. Und Ey, dann wenn geht die Sapcho Tür. geht drei Heavys du, da bist du tot. Ja. Du brauchst keinen. Ja, ich war ganz gut. Mir habe schon ein paar Punkte abgezählt. Ne? Und da wollte ich an den zweiten Teil gehen, was ganz interessant ist. Ne? Und zwar so wollte ich ein bisschen über Klischee schwatzen. Und ich habe schon ein bisschen drauf hingedeutet. Wir müssen aber auch immer die. Wir machen ja auch den Podcast, weil wir wirklich den.
den Dualismus hun man so so von Kompetition er cash weil ja immer ganz oft leid das ist natürlich nur nicht statistisch geprägt und alles ne me schon mal Tendenz man jo, ja casual players da der kompetitive players da dann ich wollte Klischeen obs und dann ich wollte gucken um was dir du von der Hell da eigentlich gehen wir mal okay, beim casual ich mir viel über Kompetition geschwärmt mehr für casual Gamer ich habe immer gesagt casual Gamer als kirische Gamer was für dir dazu ja das ist schwer war das ein richtiger Gamer. Ja, das ist ein richtiger Gamer, Mann. Ne, das ist eben da, das ist immer gesucht. So, das ist vielleicht ein paar Sachen, die ich vielleicht am Asian Corner bist, hey, oder so, oh, ich bin noch casual, ich bin so casual. Ne? Und der hält den immer filthy casual oder so. Immer so ein bisschen als pejorativ. Ne? Ja, no, das ist meine, dass das effektiv in, oh, Gott sei Dank, als das natürlich in ein Sichtweise, die nur nicht allem steht, oder? Ich gebe echt davon aus, dass das wahrscheinlich hoffentlich eine Minorität ist. Das ist nicht. Das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee. Das ist ein Klischee. Ja, ja, klar. Nee, ich meine echt, der Fakt, dass ich so eng aus so möchte, dass ich motiviert nicht so mal so. Ich meine für Leute, die casual sind, weil wie gesagt, ich meine, Gott sei Dank heute eben halt so Leute wie der Mike. Die eben halt. Fantastisch, gut mal. Die eben halt gerne beibringen. Ich meine, das darum geht es Timio. Und ich meine, so die Klischee, ich meine, die geht quasi ein bisschen überall. Das mit dem Casual. Das ist effektiv. Ich meine, das gehört eher zur Kategorie Tribalism, wie so etwas wirklich. Du bist ernst wie mir, du hältst nicht so seriös wie mir, du bist casual. Also filthy casual. Ja. Ich meine, wenn wir nur darum die Geschichte von dem einen Pro-Player, der gesucht hat, oder Button-Mashing, bei den, das wird dann auch gesucht, also bei ihm hast du just casual, was Fighting eben so belangt. Also, er ist nicht casual in seinem Bereich, mehr so, alle, ja, das ist normal, das ist casuals Menge, mehr wie ein Button-Mashing. Ne? Weil den Casual einfach nicht besser weiß. Und dafür könnte man eigentlich die Klischee auch. Schon auch die Tendenz, wenn wir ein Gaming-Kaffee hatten, wenn ein paar Leute kommen sind, und dann gesagt haben, ich sehe da gefroht und würde am Turnier Mat machen. Also, dann sagten sie mir direkt, ah, nee, wir sind aber nicht so gut, weil wir können nicht, und so weiter und so fort. Ne? Und ich war so, ja, wir können auch Mat machen. Ne? Also, oder Karimo gesagt, ja, ich kann auch nicht. Ne? Und dann gucken sie mir schon so, ja, nee, du bist ja hier am Fighting Corner. Ich dachte, ja, erstens mal, ich kann nicht alles spielen. Und zweitens, hast du mal auch bei Turnier Matches für Matze machen. Ich meine, das ist aber auch. Natürlich geht kein gezwungen und ich fand ja okay, wenn sie nicht so. Ich meine, das ist wirklich Problem. Aber ich habe immer die Idee da, so, ja, aber ich bin nicht gut, ne? Ich bin ein Casual, ich spiele just so, also gehöre ich nicht am Fighting Corner oder wenigstens für ein Turnier Matze machen, sind ich nicht würdig oder so Sachen. Ne? Und ich persönlich fand das aber, wie soll ich so ein. Stimmt, schon ein bisschen schwört, ne, natürlich. Wie gesagt, es ist okay, gezogen gehen, ein Turnier zu machen. Aber ne. Ich fand dann auch, wenn er casual spielt, ne, auch ruhig kann an den Fighting Corner kommen. Weil, egal wie, wir machen immer, okay, wir machen meistens Turnier. Aber nur im Turnier, du gehst halt casuals gespielt. Also während dem Turnier, gell? Ich meine, Pool-Stations sind besagt für Turnier halt, gell? Aber ja, noch Stations sind fangen. Und ich muss sagen, dass das eigentlich mein Lieblingsteil vom Gaming-Café immer gewischt, global, allerdings Corona immer noch nicht so. Dafür muss ich so gewischt. Das ist einfach nur im Turnier, kann einfach relax chillen. Klar kann ich den Mike bei Street Fighter. Ich wollte das schon, als ich ihn noch vergisst, weil ich da schon fast gelöst bin. Friss den. Friss den Combo, Mann. Ich meine, ich hatte noch einen anderen Punkt, der noch ganz interessant wäre. Eben halt. Wenn das nicht auch vielleicht ein Klischee ist, ich meine, du hast ein bisschen eine Dualität zwischen den zwei. Der Fakt, dass zum Beispiel, verschiedene Leute so, oh, casual, sie kennen richtig Gamer. Und dann den anderen Aspekt davon, das wäre dann die andere Seite, als dass viele Leute an den Fighting Games zum Beispiel, die eben halt das nie so wirklich gespielt haben, dass sich dann nicht eventuell auch geschüchtert fühlen. Vom Niveau hier aus, dass dann hin und her, das tut ja sowieso kein Wert, ich spiele das Spiel sowieso nicht. Und das dann einfach den Aspekt, dass den einen einfach so deutlich besser ist, dass dann einfach gesagt wird, ja,
Davon habe ich nicht. Und dann eben halt, dass ein Ducky Spaß hat dabei, zum Beispiel. Ja. Ja, ich spiele noch ein Wettbewerb. Jo. Den Go ahead. Stoppbricht. Eventuell, also ich verstehe die Überlegung, dass nicht bei Turnier matt machen, weil nicht gut ist, weil ein Schmacht Turnier ja matt gewonnen, ein Turnier also prinzipiell matt gewonnen assoziiert. Aber wenn du gesagt schon von hier an, ich werde keine Chance haben, wieso soll ich da matt machen? Also ich verstehe die Überlegung, wie was Leute denken. Ja, Wieso andererseits soll fand ich ich Mord aber machen, wenn ich sowieso keine Chance habe? ja, Ja, ich kann verstehe. mich noch erinnern, das war Leute, die Soul Calibur gespielt hatten, weiß ich noch, ne? Ja. An Duna war schon, du bist nur geguckt, Duna war schon coole Shit gemacht, gell? Ja, cool. Also, ich finde, das ist ein bisschen schwer von so einer Art, ja, war cool, wenn mehr so neue Rekruten hätten oder so, gell? Das ist eben just, wie gesagt, wie hast du gesagt, das ist gezwungen. Da denke ich, war das ein bisschen schwer von, dass sie sich nicht richtig sich zu Eis gezielt tun, weißt du, so einfach so gesagt, war okay, ja. Und das ist eben den anderen Klischee, wo, wenn du siehst, Casual Gamers, die kein Gamers, den anderen Klischee, wo den Alex schon ein bisschen über die Ja. Dualität geschwärzt hat, als ja, Kompetitivspieler sind aggro. So, ja, die sind mega seriös und du nie Spaß und das immer nur mit Turnier wannen und voilà. Das ist den anderen Klischee. Gell. Also auf Den den sie, Tisch, den ich wollte nur den. abgreifen, ja. Um Ich es okay. weiß, dass ich in den Zwillingsbruder schon den Gedanken gelesen No. That we. wie gesagt, und das fand ich, das ist dann den anderen, der, und das ist, dafür wusste du auch ein bisschen so den Kontrast, ne? Und das ist eben, ich fand, wie gesagt, darum die Misconception, weil du sich, wenn du mich lofredst, Competition ist nicht alles. Auch wir am Gaming-Café, wir machen Turnieren, mehr parallel sind immer Casual Stations da, und nur im Turnier gehen die Turnier Stations auch eben Casual Stations, gell. Aber du musst du gucken, was mit der Zeit dumm ist, gell. Das ist eben just, voilà, den anderen Klischees auch da. Ja, und da sind schon auch da ganz normal gekocht. Ne? Ich fand auch, dass dann Leute so ein, ah nee, ich bin schlecht am Game, also gehen ich lieber nicht an den Fighting Corner, sonst machen sie den Gagpad mehr oder so. Ich fand das schon. Vielleicht eben wird das etwas mit dem Klischee auch ein bisschen usisch, ne, dass wir zu viel seriös sind und mehr oder just Leute, ob die wirklich seriös meinen und so und so fort. Ne. Ich muss aber so, dass wir immer froh sind, wenn auch Leute kommen. Auch Leute, die einfach eben halt nicht mehr casual spielen. Weil am Endeffekt sind wir einfach nicht mehr Leute, die einfach sich zusammensitzen und einfach Spieler spielen, die mehr gerne. Jungs, wenn Ne? ich bei mir kann, dann ich weiß, was King of Fighters ist, und ich kann gut nicht bei King of Fighters, aber ich weiß, was King of Fighters ist, weil ich ist part of the family, son, gell? Also vergeh es, gell? Ja, direkt, gell. Bei mir doch ein paar so Leute, ne? Bei den Alex Alex selber Na, und Alex so. selber, ist King of Fighters, Jungs, King of Fighters, Ja, wow, King of Fighters, doch, my okay. brother from another mother, ist. Direkt, gell. Und ich meine, wir sind einfach froh, wenn einfach Leute kommen. Und muss man auch mal nicht streiken, das ist auch ein Klischee. Weil da tut natürlich mit dem Agro-Klischee, also hängt das zusammen. Dass mehr Leute sie akzeptieren, die gut sind, und das stimmt überhaupt nicht, weil sonst könnt ihr mir alle Guten abhaken, weil also Niveau ist nicht mega hoch, oder zuletzt, wo ich muss ich von natürlich gut spielen, Mit ne? das bei Kenger Community so, gell? Ja, Nicht ne, nur ich zu meine Luxemburg. nur internationaler Level natürlich, Ja, ja, da muss man auch wussten und alles, ne? Mir ist schon einen kleinen Impact gemacht, ja, ne, mir das noch immer nicht, das noch immer nicht das, ne? Also das, da muss man auch viel schaffen sowieso, ne? ja. Mir ist über dann, dass etwas, was mir für Eis wollen machen, das ist nicht etwas, was mir von anderen Leuten verlangen. Ja, das sowieso. Also wir verlangen nicht von anderen Leuten, dass sie ich weiß nicht was, Ivo wannen oder ich weiß nicht was. Ne? Also bei Ivo geht es nur noch mehr. I get the So ein point. Major oder so ein Brussels Challenge und alles. Ne? Ich meine, das ist gar kein Problem. Jo, da komme ich dann zu der letzten Frage. Ein bisschen, noch viel vor Kompetition geschwart, ne? Und ich will dir einfach fragen, können die zwei Konzepte, die zwei Dualismen, casual oder kompetitiv, überhaupt koexistieren? Ich antworte direkt. Die Competition Mall kann ohne Casual nicht existieren. Okay, das ist nicht der eine oder der andere, das ist Nee, nee, interessant. nee. Casual kann ruhig ohne Competition existieren, aber Competition ohne Casual geht das nicht. Als unmöglich. Für mich. Weil erstens, Ja. Schiedsfrei fängt casually an. Ich schon am Anfang Tekken 3 gespielt, weil ich einfach.
Ich wollte nicht wannen, ich wollte nicht die Mega-Kombo kriegen, ich schon einfach den Paul cool von. Der King und schon einer zwar gehasst, mir los einer B, mir boah, das ist eine andere Geschichte, That's the next podcast. Here we go. Und, so eine kleine Preview, hi, für Next time on Fagolu Podcast. Ja, voilà. Nehmen wir auch mal, wo King of Fighters gespielt hat, war auch mehr so, wow, guck dir die cool Supers du und so weiter, ne? Und du fängst wirklich immer casual an. Und ich fand, wenn du alles nimmer kompetitiv seist, dann hast du keinen Spaß mehr. Dann bist du immer am Gange zu gucken, wie besser zu gehen. Du bist gierlos nervös, weil du willst unbedingt wannen, weil du willst, wie gesagt, dich verbessern und alles. Und du hast du keinen Spaß, wenn du nicht einen Hauch von Casualität, keine Ahnung, Nomen für Casual, hast. Casualität. Voilà. Casualität, das klingt aber nur etwas anderes. Ja, geil, genau. Ja, ich fand okay, das ist, Palo wollte ich den Mai gang vorstellen. Kann ich. Ja, ich wollte jetzt denken, so, du willst einfach so eine Layerin ein bisschen aufzuschalten, für ein bisschen Mana Agro zu sehen oder so. Ja. Nee, ich fand, du gehst Müll, wenn du alles nicht mehr zu viel kompetitiv gibst. Ja, das ist du wolltest dir mein Gang vorstellen. Ja, du. Ja. Ich. Viel Leute so, du bist kompetitiv, gell? Ich bin auch der Meinung, gell? Ja. Weil ich dich nie gesehen habe, ein Fighting Game casual zu spielen. Ja. Okay, ich gesehen. Ich verstehe, wieso die Leute das direkt als kompetitiv gesehen. Nein. Das so. Da es kommt von der Stadt Alex der Contrer aus. Mit Alex kannst du alles spielen, dick chill. Ja, aber zu den konnte ich noch, Renno. Ja. Alex, be ready. The combo is coming. Ich denke, ich tendiere, ob ich natürlich allerweise dazu etwas Willens verstehen. Weil, wenn ich nicht viel verstehe, dann spiele ich casually. Ja, bei Fighting Games. Also, mal so, was willst du gesehen, Fighting Game casual spielen? Dann spiele mir, wie ich das, SNK Herons. Okay. Das, ja, so, du interessiert mich wirklich nicht super viel, wie Combo genau funktionieren, zum Beispiel. Oder was die einzelnen Items machen, oder wie die den besten Moment für bestimmte Items zu benutzen. Par contre, fand ich, wo mehr am Anfang so Calibur gespielt und nach einem We Leave Games Beatdown zu Diddling. Ne, Shoutout zu The Boys, wenn sie das hören. Da tust du auch nicht casual gespielt, obwohl du nie so Calibur mängisch ugepackt hast, ne? Ich. Das kann sein, ich denke, ich wollte wissen, was genau geschieht. Und was du genau nicht geschieht, ich weiß es nicht. Ich war vielleicht einfach nicht so investiert an SNK Herons, weil es tut auch so Spaß gemacht. Auch bis mit Italien. Das ist natürlich eine interessante Frage, das selbst was ich mir selber die Frage nicht so gestaltet tun aus. Machen ist nicht kompetitiv, weil ich sonst nicht fand. Das ist es ja. Eine Menge mir nur, wolltest du unbedingt doch direkt verstehen, wie so Calibur funktioniert. Das Problem ist, dein einzige Wissen bist du hinter von so Calibur. Aber du hast erstens gut keine Erfahrung mit so Calibur. Das ist so Calibur-specific Mechanics, kannst du nicht. Und die einzige Fighting Games, die du gespielt hast, war Street Fighter und Dead or Alive, ne? Ja. Für was warst du dann los, so investiert, wie zu wissen, wie so Calibur funktioniert, wird, kannst du nicht einfach so eine Strecke einfach knapp schauen, dann machen wir nicht etwas. Also ein gut vor. Das wird wieder Schutz zu greifen, also ich bin just, weil ich fand, wenn du bei deinem, zumindest bei deinem neuen Spiel, gell, casual aufhängst, möchtest du auch mir einfach nur kompetitiv zu gehen, weil du darfst Menge nur nicht direkt kompetitiv gehen, weil das normal, dass du nicht direkt verstehst, wie Game funktioniert. Zumindest, wenn du gegen Leute spielst, die jetzt wissen. Ich denke, dass. Das ist natürlich eine gute Frage. Da muss ich spekulieren. Ey. Yeah. Da muss ich spekulieren. Ich gehe so an. Was mich interessiert am Anfang mal für allem gegen Spieler, die wissen, was sie machen, als was machen ich gegen das, was sie machen. Und du denkst nicht dann direkt analytisch drüber nur. Hast du gesehen? Das für mich aber kompetitiven, so ein kompetitiver Eigenschaft. Ja. Mindset. Ja. Mindset, genau. Ich muss das aber auch so, und das ist das auch ungefähr. Und, ne, wenn ich kann ein Game bis wie casual spielen, mir schon immer eine Verbesserung am Kopf. Ich kann mich auch erinnern, wie mehr Breakers gespielt hatten, beim Christoheim.
Schade, dass du dabei bist. Ich kann mich erinnern, dass das ist mir wen hat gesucht, hat mir gesucht, ah ja, Real, also Charakter, ist schwer zu spielen. Ich war so, da, Challenge accepted. Ja. Ja, ah, ja, okay. Nur, und ich dann aber auch gelernt. Ich wusste am Anfang, okay, ich habe geplant gemacht, weil ich nicht weiß, wie das Game geht. Mir dann ich mich ja nur, aber nur, bis mir investiert, dann los, bin ich mega froh mit dem Game. Und ich noch ein paar neue Sachen raus von doch mit Ryla, oder Rilla, wie ich das nenne. Das war Bubu. Ja, und Hey. hey, das ist mega cool. Und voilà, ich habe auch ein bisschen die mir kompetitiv oder viel von Mike. Vielleicht ist das auch dieselbe Mentalität wie bei Mike. Ich hatte Mike vielleicht ein bisschen mehr schnell frustriert, weil ich direkt will wissen, Ja. was Dollars ist. Ne? Wo ich dann noch eins doch keine Antwort. So, Ich ja, meine, doch so. bei uns ist es ein bisschen anders, dass wir das mehr schon Jahre lang Fighting spielen, haben wir Ja. Fundamental Knowledge. Das ist auch, wenn mehr Breakers spielen, wir können Street Fighter spielen. Breakers spielt sich ein bisschen wie Street Fighter im Sinn von, das ist ein 2D-Game, das man Ja. löst die Piece und so weiter. Ne? Das ist. Mehr und die hört doch nicht. Also, ich bin bei Mike Hm. lo, mit so Calibur, als er hat wirklich nie so Calibur gepackt. Oder er exagiere mich, ne, mehr. Schon nie es soll keine Fehler nur gepackt. Was du froh, bist du Auch. abgelieft? Was ich aber kann so, dass schon, auch wenn ich soll Kaliber nicht spielen, anfangen wüsste gerade auch Sam Show, Samurai Showdown, auch wenn ich nicht spielen, oder sogar Grand Blue, ohne Schüsse ein Kaya gespielt. Grand Blue ist eigentlich das schlimmste Beispiel, weil ich habe ein Kaya gespielt und nicht die noch nie mehr. Mich schon aber lohnt nach immer Sachen am Kopf von der letzten Kaya, die ihr schon gesehen probiert das dort den nächsten Kaya. Ja. Wo ich in der ein oder zwei Dich nur spiel, mache nach immer Gedanken darüber gemacht und wie ich gegen etwas Kaffee gehen. Obwohl ich das Spiel nicht upacken. Ja, Ich mich habe mal auch. nicht gepackt, wie es konfirmieren, ob es überhaupt geht. Ja. Ich meine, das ist der kompetitive Mindset. Das ist aber meiner Meinung nach, wenn du bis ein Kehr drauf warst auf Fighting Games und ein Kehr bis kompetitiv warst, kriegst du die Gedanken nie erreicht. Das ist einfach, ich meine, meiner Meinung nach, die Leute, die Fighting Games gerne nun an das Spielen, auch eben casually angefangen haben, erstens von ein Kehr bist du an dem Punkt, wo du siehst, ja, was klappt das dort denn, was ich an dem Fighting Game gelehrt und klappt das doch an dem heiten, aber nicht, was kann ich nur nach dabei machen, weißt du, für zu ändern. Zum Beispiel, wenn man Lusso Calibur oder Grand Blue hole für den Mike, ne, das war so, alle, ja, bei Street Fighter hätte ich nur geguckt, was ich könnte gegen den an den Move machen. Und das nämlich, die nämlichste Gedanken nur, die da bei Lusso Calibur, aber bei Grand Blue auch gehabt. Eben just, dass du nicht direkt weißt, Mir fehlt Wissen. wie du willst es wissen. Gell? Das in dem Sie Fall gehst du müssen. dich investieren. Oder eben, ich meine, bei so Calibur hast du dich nicht mit an investiert, gell? Mit den Gedanken oder so mal so. Ich habe aber trotzdem mehr Gedanken darüber gemacht, auch wenn ich nicht mehr gepackt habe, selbst Ja. bei Grand Blue. Weil nächstes Mal habe ich mir gedacht, okay, ich ändere mein Knappischer, weil mein Lash die Valierung. Für das der Block knappischen selbst als bei Dead or Alive. Ah ja. Für das Ja, ich so. du Mann, da Ah muss ja, ich drüber okay. nur denken. Ich stelle mir einfach trotzdem so vor, auch wenn ich Spiele nicht mehr packe. So. Wie ist mit der, Alex? Das ist wie lange ich zum Beispiel an dem Casual Mindset bleiben oder Na, wie erst, was meinst du genau? du sowieso ein bisschen wie böse, wie casual. Ich meine, an einem bestimmten Grad bist du ja aber auch kompetitiv, gell? Ich meine. Ja, definitiv. Das schon, das ist eben halt, du leid wie gesagt, in der Klo, ne, der Chef zum Beispiel so, bei Mike eben halt, ich meine, ich gesinnet an einer echter Hinsicht mehr lang, ich stelle mich mehr lang mit dem casual Aspekt zufrieden, eben halt eben den eben halt einfach aufschalten und dann spielen. Ich weiß nicht, ob es darunter leid, dass eben halt, wie das so, dass ich mich nie intensiv genug mit engem Deal beschäftigt schon, also mit einem Spiel zum Beispiel beschäftigt schon, dass ich da so kann, okay, kein Stadt dann umgesetzt an einem anderen Deal. Es gibt natürlich immer so verschiedene Mechaniken, die da kann natürlich carrément von einem Deal auf den anderen mal drüber bringen. Mehr schwenken da in der Hinsicht, du fehlt mir manchmal nach die Neugier oder respektiv eben halt den Usat, wo ihr da seht, war das der nächste Aspekt. Und schwenken du, das schwenken das allein, wo sich
wenn ich bis Mensch an einem Spiel so viel Zeit daran investiert habe, da weiß ich, ob alle Fall, was sind die Punkte, auf denen sich als ich konzentrieren muss, für eben halt etwas zu lernen. Ich meine, das auch den, also bei mir wäre das auf alle Fall mal der Punkt. Mhm. Nein, das ist aber schon okay. Ich meine, wir haben schon ein paar Punkte gesehen, ein bisschen mehr eng kompetitiv oder so mal so. Und am Alex ein bisschen mehr eng, so mal ein bisschen mehr casual oder. Aber am Ende fängt es sich aber, ich persönlich muss auch am Alex sehen, auch verstanden, wenn ihr seht, dass es only casual keine Kompetition gibt. Ich meine, wir fangen alle casual und wir bleiben alle gut noch casual. Und ich, das ist mal meine Meinung. Ah, ich spiele heutzutage. Auch Fighting Games, wenn ich merke, oh ja, Rod spielt auch Fighting Games, ne? Spiele ich kein more casual. Da geht ja Grand Blue oder so, ne? Mortal Kombat, Love Molina, raus, ne? Hallo, ja, lass mal den Punkt da gelegt, weil, ja, du hast mich auch drauf push, weil effektiv, ich weiß nicht, wie wen das Lover, den du eben halt gesagt hat, dass, wie war das schon mal, das ist, kompetitiv kann only casual. Nicht leben, mit Casual kennt auch ohne kompetitiv leben. Da meine ich eine andere Meinung, weil ich meine, dass der kompetitive Bereich, das ist wahrscheinlich den Aspekt, den den Casual auch zum Teil um Leben erhält. Mhm. Weil ich meine, Leute gehen eben halt von einem Spiel fasziniert, weil sie verschiedene Sachen gesehen. Geht, dass sie dann noch vielleicht nie den Niveau erreichen, aber das motiviert sie. Du meinst sie auch, sie kennt es noch als Zuschauer, voilà. Also, Zuschauer, voilà, ich meine, ja. Und das ist auch der andere Punkt, der ist dann irgendwann von den Fighting Games, dass dann nämlich Henno etwas für den dann gerne spielt. Wie das dann auch dem noch weh, wie das Spiel dann ausgesagt, zum Beispiel, kann ich natürlich ein bisschen wie Flashy-Spieler holen. Dass das richtig impressionant, das einfach auch schon allein vom No-Cooking her ist. Und das kann auf vielen Hinsichten dann eben halt manchmal auch Casual Game auch motivieren. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist also wie beim Sport, ne? Wenn ihr nicht lohnt, forst immer Fußball spielt, mehr, aber eben halt Fußball guckt, ne? Also sind ziemlich casual, mit sind einfach noch dran investiert. Ne? Mhm. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, fand ich. Voilà. Und da meint schon mal genug Sachen gesagt. Natürlich mit der Koexistenz von Casual und Kompetitiv sind ich natürlich der Meinung, das kann ruhig. Das tun wir ja auch irgendwie bewiesen mit diesem Gaming-Kaffee, den Lore an diesen Zeiten natürlich nicht stattfindet. Ich habe immer Fonds und das ist auch ein Grund, für was ich auch ganz froh bin mit dem Gaming-Kaffee. Dass eben halt die zwei Aspekte vom Videogaming hörst. Weil ich fand die zwei Aspekte, zumindest in dem wir heute diskutiert haben, sind irgendwie aber nicht zu trennen. Kompetition, wie wir da sind, Casual, meiner Meinung nach auch, das ist etwas, was meiner Meinung nie aussteht, so lange mehr als Spieler gerne spielen, respektive als Spieler gerne supportieren. Ja. Voilà. Gut, und dann tun wir da, gebe ich so, sind wir fertig mit der Diskussion. Na, natürlich könnt ihr mehr an den Kommentaren schreiben. Vielleicht können wir ein paar Sachen mehr ragoen, ein paar Aspekte, die man vielleicht nicht so viel Zeit hat, für auszubauen. Na, die schreibt euch raus an den Kommentaren innen, wir entfragieren. Oder wir können sogar Follow-up-Podcasts, die ich zwar nicht machen, die noch weh, wenn das Thema ganz, ganz, ganz beliebt ging. Wir können zum Beispiel mehr an das Kompetitiv gehen. Just kompetitiv. Ja, wir noch nicht über die E-Sports geschwommen und so fort. Ne? Mhm. Das können wir noch ein bisschen mehr an den Detail gucken. Gut, kein Problem. Sonst tut dann noch eine letzte Remark, Guys. Dying Words. Boah, das Ding, was ich kennt so, dass das, was du gesagt hast, die zwei gehören zusammen. Das ist auch ein Aspekt, von unserem Gaming-Café nicht mehr gut gesiegt. Wenn ich das Feedback von einem deutschen Kollegen gesehen habe, die sagte ja auch gerade, dass Gameland, ne, das ist so sich den ganzen Charme vom Gameland gewesen, dass man die zwei praktisch schon, ne, mit einer Kompetition und mit einer Casual. Leute, die wirklich die alten Spieler konnten spielen, die neuen Spieler konnten spielen, nebenbei. Sobald du raus aus dem Turnier warst, konntest du aber nochmal spielen. Das war nochmal etwas für zu machen. Mhm. Und ich meine, das ist einfach die Essenz vom Gaming-Café. Und ohne die zwei gibt das mal gar nicht so gut funktionieren. Alle verstanden. What about you? Can we wrap it up? No?
Definitiv. Voilà, das war ganz gut. Es war ein Pleasure, für mich die Diskussion zu führen. War ganz interessant. Und ich hoffe, den Zuschauern hat auch gefallen. Ne? Und wir können weiter mit dem Konzept machen. Gut, dann wünsche ich alle guten Eddie und merci für die Attention und bis die nächste Kehr. Bye bye. Bye. Bye bye.